System läuft. Ich frage mich sogar, ob wir die Kletterschuhe hätten anziehen sollen. Okay. So, jetzt ganz langsam. Der Marco hat gesagt, das Dach ist ziemlich brüchig hier, wenn man das Dach klettern wollte. Ganz langsam vorwärts, aber wir müssen im Moment gar nicht viel tun, weil die Wellen treiben uns immer rein und dann werden wir wieder gestoppt. Und ich tast mich lieber langsam rein, um zu sehen, wie die Strömungen und die Wellen hier, wie die hier aussehen. Okay. Ja, ist schon ein bisschen heftig. Aber das Gute ist, dass uns keine Strömung reinzieht oder rausdrückt. Trotzdem drehe ich mich mal so in Fluchtrichtung. So müssten wir wieder raus und raus geht's auch gut. So, und der Einstieg ist hier, da, das ist der erste Griff, dann da der zweite Griff. So schaut es hier aus. Und dann geht es hier oben links von dem Riss vorbei und rechts von dem kleinen Türmchen. Und oben dann links von der bröseligen Kante halten. Links von der Kante. Ja, also ziemlich senkrecht hoch. Also weniger schaukelig, als ich befürchtet habe. Ja. Wenn du aussteigst, kannst du links da ganz einfach über den Bogen zurückgehen. Ich glaube, du tust dir leichter, ja. Da ist die Kamera drin. Mhm.
wenn du fallen solltest, bleib einfach im Wasser. Ich bleib hier. Ich werde aus deiner Sturzzone draußen bleiben. Und ich bin aber nur ein paar Meter weg. Das heißt, ich bin dann sofort da und du kannst dann an Boot krabbeln, an Bord krabbeln. Können wir hier hinter mich stoppen? Ah, dein Neopren macht hier noch ein bisschen zu hier. So, okay. Also muss ich den Schwimmen nehmen. Nein? Tada! So, genau, da rechte Hand. Linke Hand ans Meer. Füße kannst du da unten auf die Leiste stellen. Bitte? Rechts ist bröselig, ja. Das ist die schwierige Stelle, glaube ich. Nee, oder doch? Nee, noch nicht.
das die da vorne haben. Super locker hast du das gemacht. Wie war es für dich? Schon? Ja. Ja, aber du gesagt hast, das ist scheiße. Nee, nur zwischendurch, wo man halt so schön stehen kann. Moment, ich drehe andersrum, dass ich mit der rechten weiter anlegen kann. So. Ja, da bist du ja schon.